Ja, damit herzliches Willkommen zurück zu Vizebeast Unfold Evolved Expert Mode. Heute werden wir anfangen mit der Creative. Let's be creative. Energy Cell. Fucking Caps Lock. Schalt's aus. So, wir wollen nämlich heute das Quantum Solar Panel automatisieren. Das werden wir einfach über AI machen. Wir brauchen ein paar Blank Pattern, denn ohne die wird nichts funktionieren. Ich habe schon mal ein bisschen Szenarium gemacht, weil das braucht ja EU-Energie und dann ist das blöd und ja. Ihr wisst schon, was los ist. Steht ihr? Ja. So, aber wir fangen mal an mit dem kompletten Basis, weiß ich was, Solar Panel. Dazu brauchen wir Coal Dust. Dazu brauchen wir wieder ein Circuit. Ich glaube, Iron Plates haben wir schon eingespeichert, oder? Yes, Iron Plates sind eingespeichert. Redstone. Er gibt den Circuit, dann brauchen wir das Rezept, das haben wir auch. Dann brauchen wir wiederum das Rezept, was eine Copper Plate ist. Oder ein Copper Ingot, der extruded wird. Wir werden es so einfach machen, über den Metal Former. Wie viele kommen da raus? Das ist jetzt die Frage. Weil wir wollen das nicht falsch einspeichern, sonst wäre das ja auch kacke. Copper. Da kommen 3 Stück raus. Im Metal Former. Ist die Frage, habe ich das irgendwie benannt? Wahrscheinlich nicht. Doch, ich habe es benannt. Ich habe es sogar schon eingespeichert. Dammit. Da seht ihr wieder, wie genau ich das alles weiß. Nicht. Egal. Das soll ja nicht das heutige Thema sein. Das sind die Metal Presses. Da ist Eisen. Okay. Molecular Assembler. Packen wir das mal da alles rein. Schaltkreis, das da. Dann geht's weiter mit dem Coal Dust. Haben wir Coal Dust eingespeichert? Nope. Ist die Frage, welchen bekommen wir raus? Ich probiere das mal kurz. Ich glaube, das geht doch nämlich nur mit echter Kohle. But let's try. Den von EC2. Seht ihr, ich hätte schon falsch eingespeichert. God damn it. Wo ist mein Coal Dust hin? Kick Coal. Ja, genau. Ernsthaft? Man kann ja mit Shift da reinklicken. Ist ja nice. Ich habe Messerit das sicher benannt, oder? Please. Oh, please. Pulverizer? Nope. Noch Mercery da. Ernsthaft? Oder bin ich einfach nur wieder blind? Ah, da. Ich bin einfach nur blind. Never mind me. Oder so. Dann geht's weiter nämlich mit diesen Solar Panels. Dazu brauchen wir den Generator. Dazu brauchen wir einen. Compressed Cobble sollten wir genug haben. Das ist kein Problem. Dem können wir das, wenn nicht, reinschmeißen. Dann brauchen wir nämlich nur noch das Ding. Das sind Iron Plates, eine RE Battery. Braucht Tin Case. Ahahahaha. Fucking shit. Egal, ich baue das mal mit dem Hammer. Ich mach's mal mit dem Hammer da. Weil sonst wird das, glaube ich, zu umständlich. Tin Cable sollten wir easy bekommen, weil das ist einfach ein Tin für 3 Kabel. Tin. Ein Tin gibt uns 3 Blank Cable Dinger. Das können wir dem gleich mal sagen da. Das ist ja alles kein Problem. Es geht zu schnell, es ist schon fertig. Goddammit. Ich kann es halt nicht mal fangen, was los? Tin. Cable. 3 Stück. Nice. Es kommt direkt in den Metal Former. Bevor ich es vergesse. Dann brauchen wir nur noch das Kabel. Wird isoliert. Und wird zum anderen Kabel. Nice. Dann können wir das da machen. Ich glaube, wir hatten sogar noch welche. Nevermind. Und können hier das Zeug einspeichern. Haben wir Glas eingespeichert. Bin echt zu blöd zum Tippen. Oh, wir haben... Stimmt, wir haben Glasfabrik-Dings. Ja, perfekt. Das, das, das. Und wir haben keinen Generator eingespeichert. Goddammit. Heute bin ich echt verplant. Nevermind oder so. Batterie auch noch nicht. So, gibt es mal ein Batterierezept. Dazu brauchen wir wiederum das Rezept. Ich hätte allerdings gerne einen neuen Forge-Hammer. Ich hoffe, der nimmt da nicht jedes Mal einen neuen. Das wäre halt mega fail. Let's try though. Oder können wir Tinplatten auch mit den Dingern da machen? Mit den Metal... Yes, wir können Tinplatten mit den Metal-Dingern machen. Tin, Plates, die schon eingespeichert? Yes. Sie machen eine mit dem. Und dem Hammer war es, glaube ich. Zu einem von diesen
wunderschönen Dingsies, was? Nein. Das war nämlich genau... Ah, jetzt spielt's um. Das ging nur mit dem. Okay, das ist, wir brauchen einen Hammer. Und wir brauchen... Ich hoffe, der rechnet jetzt nicht jedes Mal den Hammer. Das wäre halt fail. Ich hoffe, es funktioniert so. Wenn nicht, brauchen wir halt noch einen Mittelformer. I guess. RE-Battery haben wir eingespeichert. Dann brauchen wir aber noch das Rezept. Und das brauchen wir sonst noch. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Für das Solar Panel. Nachdem ich es gebaut habe, natürlich. Wir können nämlich das da reinschmeißen. Alles ins Crafting. Das da, okay, das sind alles Rezepte für das. RE Battery, Minus Battery, nice. Und einen Oven. What? A Furnace ist das Ding. Damn it. Okay, jetzt aber. Und das ist ein Iron Furnace. Den wir auch noch nicht eingespeichert haben. Amazing! Das könnte echt länger dauern, als ich mir dachte. Wir craften schon 6 Minuten. What the shit. Ich sollte das Richtige anklicken. Das richtige Ding. Der Dingeling. Da, da. Furnace. Flips. Will ich das da haben? Und speichere mir direkt gleich das Generator-Rezept ein. Jetzt aber. It weird. It weird. Jungs, it weird. Dann brauchen wir einen Generator. Jetzt brauchen wir Solar Panel. Wo er wieder zu blöd ist, das Glas zu erkennen. Warum auch immer. Vielleicht, weil es extern gelagert wird. Dann brauchen wir das Zweier Solar Panel. Das ist das Advanced. Dafür brauchen wir den Shit. Dafür brauchen wir Reinforced Glass. Dafür brauchen wir... Oh Gott! Okay, ich glaube, wir können nächste Folge auch noch weiter craften. Holy fuck. Haben wir alles für das? Iron, Bronze, Tin. Iron weiß ich, Tin weiß ich. Haben wir Bronze eingespeichert? Bronzeplatten? Obviously nicht. Egal, wir machen mal das Rezept. Speichern dann das da zu dem da ein. Packen es in irgendeinen von den Metalformern. Cause we can. Oder so. Gold, Eisen, Zinn. Da ist noch eins frei. Dann sollten wir die mal auto-craften können. Jetzt brauchen wir ein paar Mixed Metal Ingots, die wir wiederum in den Kompressor speichern. So, das sind alles die Rezepte. Mixed Metal Ingots. Flips. Come on. Do it. You can do this shit. Ernsthaft? Wir haben keine Platten mehr. What? Weil es noch nicht lang genug dauert. Oh, ist fertig. Ich wollte gerade was trinken, aber nein. So viel Zeit habe ich dann doch wieder nicht. Ah, das ist fail. Sauber Compressor. Ah, wir haben sicher noch Alloy. Advanced Alloy. I guess. So. Advanced Alloy. Nice. Wir haben keine Pattern mehr. Machen wir nochmal 10. Wenn es funktioniert, yes. Alles amazing. So, dann ist das unten Autocrafting und das andere ist Compressor. Yes, wir haben Compressor. Ich dachte gerade für einen Moment, wir haben keinen Compressor. Das wäre vielleicht fail gewesen. Dann braucht ihr Shit wieder. Haufenweise von dem Stuff. Vorher brauchen wir aber das Rezept. Der ist wieder zu blöd für Glas. Nevermind. Haben wir das. Dann brauchen wir noch diese Ingots, die im Assembly Table sind. Glowstone und Uranium. Die Uranium-Ingots waren geordigt mit was? Okay, das ist einfach... Ernsthaft? Nuclear Fuel? Kann ich nicht das andere Uran irgendwie zu Ingots machen? Vielleicht über die Smeltery? Oder kann ich einfach Yellorium nehmen? Weil Yellorium hätten wir. Probier das jetzt einfach mal. Ein Yellorium und ein Glowstone. Glowstone... Ich glaube, die Blöcke muss ich auch kompressen, oder? I think so. Falsch. Die da. Ab in den Kompressor. Die da.
Flips. Ah, das geht so schön instant. Ich mag die IC2-Maschinen. Die sind so schön schnell. A Glowstone. Nice. Das Fail, das ist OCD kaputt oder so. Dann brauchen wir wieder unseren Kompressor. Das kann unten in das Ding. Das kann dahin. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein... Nein, wir brauchen nochmal so ein Rezept. Mit... Hallo Auto. Mit einmal dem und einmal dem. Das kommt dann drüben in den Assembly Table. Maybe. Da ist noch frei. Flip, flip. Und natürlich muss es Uranium sein. Damn it. I hate it. I don't love it. Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Vielleicht das Uranium schmelzen. Ist er enriched? Fucking shit. Egal, dann müssen wir uns eben kurz noch ein bisschen Uranium holen. Was jetzt blöd ist, weil dann können wir nicht fliegen. Uran. Wir hätten noch Uranium-Erz. Das könnte ich einfach kompressen, oder? Ja, klar. Ich glaube, das sind die einzigen jetzt, von denen ich nicht gleich instant tot bin. Ah, perfekt. Das System ist so wunderbar. Egal. Genug geschwärmt, wir brauchen Uranium. Uranium. Yes, von den Ingots stirbt man nicht. Amazing. I love it. I don't want to die. Iridium Uranium. So, und fertig. Ridiculous Laser Setup. Check. So. Iridium Uranium da. Dann kann das gleich drüben in den Assembly Table in den einen. Flips. Jetzt sollten wir die Glasscheiben einspeichern können, wenn es wahr ist. Hoffentlich. Probably. Ja. Können wir. Haben wir das Zeug, das wir nicht haben? So offensichtlicherweise. Glass. Pain. Dings da. Die da. Craft. Make it make. Make it make. I like make it make. Was fehlt noch? Die fehlen noch. Und die Advanced Circuits. Die sind einfacher. Da fehlen nur die Capacitors. Die haben wir auch noch nicht eingespeichert. Oh, God damn it. God damn it. So, Signalum. Signalum eingespeichert. Yes, die haben wir nicht. Machen wir einfach ein Crafting-Rezept, weil ich so faul bin. Weil ich könnte es einfach in den Drawer packen. Aber das wäre zu einfach. Einfach, einfach. Dann haben wir Basic Capacitors. Basic, craft mal einen als Muster. Jetzt sollten wir aber die Advanced Circuits einspeichern können. Amazing! I like. Das heißt, vielleicht schaffen wir es Advanced heute noch in den 15 Minuten. Dann geht es eben nächstes Mal weiter. Die Plate, Iridium, brauchen wir natürlich noch. Mein Kompressor ist drüben. Genau der. Der Slow-Kompressor. Da wäre ich halt 10-mal schneller, wenn ich rüberlaufen würde. Egal. Das eine Iridium halten wir aus, oder? Halten wir das aus, guys? Yes. So, aber jetzt. Perfekt. Das heißt, wir haben die da. Dann können die weg. Dann craften wir das nächste Ding. Nämlich die Ridiculous Plate. Dafür brauchen wir wiederum Carbon Shit. Ich hasse Carbon Shit. Das ist das Falsche. Coal. Carbon Shit ist so kacke zu craften. Wir haben schon wieder keine Beta mehr. Ah! Nein, ich will nicht eins. Ich will gleich so 10. Nice. Wir sollten bald mal Glowstone farmen gehen. Sonst wird da nix. So, dann bestellen wir uns gleich mal Raw Carbon. Das kann eins runter. Flips, flips. Genau andersrum. Raw Carbon. Please. Thanks. Davon brauchen wir dann 2. Wieder ein Mesh. Und das müssen wir wiederum kompressen, oder? Ja, ich glaube sowas. Raw, make it make. Kommt das dahin. Und aus dem wird dann eine Carbon Plate.
Hopefully. But maybe not. Ja, jetzt können wir es aber einspeichern, oder? Jetzt sollten wir alles haben für das ridiculous Ding. Noise. Oder habe ich das Ding schon? Reinforced Iridium Plate. Okay, das haben wir schon, das Ding. Just Dumble, never mind me. Ich glaube, wir haben alles für das Ding. Scenarium sollten wir noch haben. Reinforced. Craft mal eine von denen. Und den Stupid Ridiculous Things. Können wir die Master Tier Dings da einspeichern. Und sind quasi zufrieden damit. Oder so ähnlich. Ich tausche das mal aus. Ist die Reihenfolge passt. Ist falsch. Falls wir irgendwann mal was suchen, wissen wir, dort war's. Können wir jetzt das Ding einspeichern? Yes! Wir haben das Advanced Solar Panel, aber das war's für die Folge. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Und bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Crafting Chaos.